Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Mittwoch, den 18. März 2020, und die Volatilität bleibt uns durchaus erhalten. Gestern Stabilisierungsversuche, aber wieder ist man abgeprallt am ersten wichtigen Widerstand, und dadurch könnte eben abermals eine Bewegung nach unten erfolgen. Zweimal sind wir an der wichtigen 9000er abgeprallt, die ich euch benannt habe, wo wir unbedingt drüber zurück müssen. Aber der zweite Abpraller könnte eben heißen, dass wir erstmal die Bewegung Richtung 8130 komplettieren müssen, die es bisher nur im Future-Handel gab und nicht im regulären Cetra-Handel. Heute im Fokus die Sitzung der US-Notenbank Fed. Eigentlich könnten sie gar nicht mehr so viel verkünden. Sie haben ja etliche Notmaßnahmen beschlossen. Gestern auch wieder extreme Maßnahmen. Helikoptergeld, plötzliches Helikoptergeld in aller Munde. Und Notenbanken mit massiven Repo-Maßnahmen, Zinssenkung nach unten. Also sie haben sehr viele Pfeile, haben sie jetzt verschossen. Sehr viele große und massive Notenmaßnahmen wurden verkündet von den Notenbanken, von den nationalen Regierungen. Und die Märkte, ja, sie greifen es nicht wirklich auf. Das ist sehr verdächtig. Sie greifen es nicht wirklich auf. Es ist weiter die Angst. Ja, die Angst steckt wohl weiter in den Knochen. Aber wir wollen auf unsere Short-Reihe wie immer blicken. Letztendlich ist nicht so viel passiert seit gestern, weil es nur einen volatilen Handel gab, aber eben keine wichtigen Marken unterschritten wurden. Das ist hier unser DAX seit 25 Jahren im steigenden Keil. Wie ihr sehen könnt, dieser Keil wurde auf der Unterseite nun verletzt. Diese Verbindungslinie der Bärenmärkte, welche sich bei 9000 hier so trifft, ist verletzt. Zweimal haben wir oben angeklopft, zweimal sind wir abgeprallt. Vielleicht schaffen wir es noch zurück auf Wochen- oder eben auf Monatsschlussbasis. Ansonsten haben wir ja die Hochpunkte der Dotcom-Bubble 2000 und die Hochpunkte der Finanzkrise bei knapp 8130, und das bildet hier einen wichtigen Support. Wenn wir dort durchbrechen, ja, dann kann wirklich noch viel Luft nach unten vorhanden sein. Die 7000er-Zone wäre dann der nächste Zielbereich. Es wäre auch der Bereich, wo das Doppeltop sein rechnerisches Ziel finden würde. Aber noch kann man an 8130 abdrehen und vielleicht dynamisch sogar wieder über die 9000 zurück, über diese Verbindungslinie. Dann hätten die Bullen einen ersten Punkt gewonnen. Unterhalb bleibt es sehr, sehr fragil. Zoomen wir in den DAX-Monatschart hinein. Hier sehen wir diese Unterkante des Keils ebenso. Er ist verletzt. Gestern schlossen wir noch relativ nah dran, aber im kleineren Zeitfenster sehen wir doch deutlich den Abpraller. 9000, diese wichtige Marke, wo man eben drüber müssen, am besten eben Wochen- oder eben der Monatsschluss, dass wenn man da oberhalb schließen könnten, könnte eben die nächste Kerze hier so reingesetzt werden, vielleicht mit einer Bewegung Richtung 10.300 wäre dann möglich, müssten aber dafür dann eben oberhalb diesen Monat beenden, damit wir dann hier etwas Druck herausnehmen können. Unterhalb bleibt die Sache eben sehr fragil. Wir haben den EMA 200 bei 8.600. Wofür läuft es denn auf? 8.655, und auf der Unterseite eben diesem horizontalen Support, den ich euch eben gezeigt habe, 8.130, und kurz darunter der SMA 200 bei 7.940. Das wäre der nächste wichtige Support, dieser Bereich 8.130, 7.940, wenn wir eben nicht zurückkommen über die 9.000. Dann hätten wir die Spanne 8.655 Richtung 8.130, 7.940 wäre dann aktiv. Vielleicht noch der Test dieser Zone und dann dynamischer Rücklauf. Das müssen aktuell die Bullen einfach hoffen, dass man dynamisch zurückkommt über die 9.000 auf Wochen- oder Monatsschlussbasis, damit man dann im neuen Monat so eine Kerze hier daneben setzen könnten. Ein Monatsstart unterhalb dieser Zone, ja, das wäre ein sehr bärisches Szenario. Da muss man einfach davon ausgehen, dass dann die 8.100, 7.900 wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen und Monaten nicht den Tiefpunkt darstellen wird, sondern dass man dann doch eher Richtung 7.000 weiter wandern wird. Hier dieser Kampf um die 9.000 läuft eben noch weiter. Zoomen wir in den DAX-Wochenchart hinein, wo jede Kerze nun eine Woche darstellt. Seit Mitte Februar einen massiven Abverkauf in vielen Gaps haben wir gesehen. 40% am Stück, ich hatte es euch ja schon gesagt. Das gab es in der Geschichte noch nie, in dem Umfang schon, aber nicht in diesem kurzen Zeitfenster. Das war neu, und da sind wir eben in dieser Woche auch unterhalb der wichtigen 9000 reingekommen. Wir hatten jetzt zweimal den Test, kommen wir zurück rüber über die 9000. Zweimal sind wir jetzt abgeprallt.
zweimal abgeprallt. Heißt, vielleicht brauchen wir jetzt erstmal wieder einen Weg auf die Unterseite. Und wie ich es euch eingangs schon erwähnt, die Marke 8130 wurde bisher nur im Future-Handel erreicht und im Cetra müsste sie vielleicht noch nachgebildet werden. Vielleicht der Test und dann dynamisch abprallen, das wäre die Chance. Auffällig ist nämlich auch, dass der DAX sich seit zwei Tagen etwas besser hält als die US-Indizes. Gestern ist der Dow unter die 20.000er-Marke gerutscht und der DAX hat sich doch mit Abstand zu seinem Wochentief gehalten. Das ist auffällig, dass er jetzt hier etwas als Outperformer agiert, aber nach minus 40% sehr nah an wichtigen Unterstützungen kann das vielleicht auch nicht verkehrt sein. Es ist etwas die Hoffnung, dass man sich dann doch oberhalb der 8.300 stabilisieren könnte. Also 9.000 erst weiterhin wichtige Marke. Wenn wir dann wirklich darüber kommen, Wochenschlussbasis wäre schon mal ein gutes Signal, könnten wir uns weiter erholen Richtung 9.480 wäre das mögliche ersten Schritt und nachfolgend wäre dann wirklich auch in Bewegung, also in der kommenden nächsten und übernächsten Woche Richtung 10.000, 10.300 möglich. Wenn wir dann über die 9.000, wie gesagt, zurückkommen, das wird entscheidend sein. Unterhalb der 9.000, wie gesagt, 8.655, Wochentief liegt aktuell bei 8.260, darunter eben auch die 8.130 und die 7.940 hier auch zu sehen. Es kann gut sein, dass wir dort nochmal reintauchen müssen, zumindest zu 8.130. Diese Zone ist einfach aktiv unterhalb der 9.000. Das ist unser Cluster, in dem wir uns bewegen, wenn wir die 9.000 nicht nehmen. Wenn wir die 9.000 nehmen, aktivieren wir wirklich den Cluster direkt zur 10.000 und es kann volatil bleiben. In den DAX-Tagesschart schauen wir noch rein. Ich habe es euch auch gesagt, es lohnt sich bei diesen heftigen Bewegungen von 40% nach unten nicht wirklich. Auffällig sind eben hier die gleitenden Durchschnitte, die wichtigen, die extrem weit entfernt sind. Diese Entfernung gab es sehr selten und wenn es diese gab, wurde diese dann in den nächsten Wochen gerne wieder aufgeholt. Das heißt, eine Bärenmarkttrenne liegt eigentlich durchaus etwas in der Luft, dass diese mal einsetzen könnte. Auch interessant, nicht nur der massiv überverkaufte Bereich, sondern auch das Volumen könnte sich wieder normalisieren. Es ging im Abverkauf deutlich nach unten, aber jetzt scheint es sich wieder etwas zu normalisieren. Vielleicht etwas Hoffnung, dass man sich wirklich stabilisieren kann, auch in Kombination im Hinblick auf die bessere Performance zum US-Markt, dass man deren Abwärtsbewegung nicht mehr voll mitnehmen möchte. Es ist etwas Hoffnung. Ist ja zu erkennen, dass der Abwärtsdruck etwas unterbrochen werden könnte, aber es ist eben wichtig, dass wir dafür dann über die 9.000 wiederkommen. Ansonsten bleiben wir auf sehr schwierigem Terrain oberhalb der 9.000 und waren das Hochpunkt, haben wir gesehen, bei 9.145 wäre eben die Bewegung hier zur 9.230, 9.480 wären als erste Chance möglich, wenn wir uns den Ober stabilisieren können. Im zweiten Schritt würde 10.000 und 10.230 folgen. Das sind hier die einzelnen Cluster, die man aktivieren könnte, wenn man denn nachhaltig rüberkommt. Unterhalb bleibt es eben, wie erwähnt, sehr brenzlig. Wir haben die 8.655 hier aktiv als erste Range. Die ersten Futures sind relativ schwach. Es kann gut sein, dass dieser Markt direkt wieder unterschritten wird. 8.425, 8.260, weil war der Tiefpunkt gestern? Der war bei 8.425, genau, und 8.260 war das Wochentief. Das wären die einzelnen Zwischenschritte, die man sehen könnte, bevor es dann eben wirklich Richtung 8.130 doch nochmal geht. Gerade wenn man schwächer reinkommt, bereits die 8.650, den EMA 200 Monatschart, darunter bereits reinkommt, könnte es eben gut sein, dass es eine kleine Einladung ist, dass man wirklich hier so eine Tageskerze hinsetzen könnten. Per Abverkauf Richtung 8.130 Tageskerze und dann vielleicht den Rücksetzer sehen und vielleicht mal einen kleinen Hammer ausbilden könnten. Das wäre eine Chance. Also Cluster 9.000, 8.650, 8.650, 8.425, 8.260, dieser Bereich. Und darunter wäre wirklich die Chance gegeben, dass man euch noch runterspiken Richtung 8.130. Speziell, wenn man schwächer hier reinkommt, wäre es gut möglich, dass die Tageskerze genau hier so ausgebildet werden könnte mit einem Aufkaufen an der 8.130. So müsste es idealerweise sein. Da hätten wir die Marke, wichtige Marke, vollumfänglich getestet und
könnten vielleicht auch etwas dynamisch abdrehen. Also Volumen nimmt etwas ab, etwas bessere Performance zum US-Markt. Und die Hoffnung schwingt mit, dass wir nach -40% vielleicht mal in einen Bärenmarkt-Rallye übergehen können. Wichtige Zone dafür bleibt die 9000. Unterseite 8130. Test könnte vielleicht heute sogar schon erfolgen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und wir sehen uns dann wieder live im Trading statt auf tradingportal.net und werden mal schauen, welchen volatilen Handel uns heute für Überraschung sorgen wird. Nicht zu vergessen, 19 Uhr die FED-Notenbank-Sitzung. Es wird nicht viel zu verkünden geben, aber die Pressekonferenz und die Wortmeldung von Jerome Powell könnten sehr interessant werden. Vielen Dank und bis gleich im Trading Chat. Ciao.